Das war eine Maschine, eine Schulterbreite, riesengroß. Die Beine waren ein bisschen dünn, aber oberkörpermäßig, ohne Scheiß, war das absolutes Spitzenniveau auf der Welt. Hättest du eine Klasse gegeben ohne Beine, wäre der Botthof ganz weit vorne gewesen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei einem neuen YouTube-Video bei mir auf dem Kanal. Und das Video habt ihr vom Prinzip dem Nino zu verdanken, ja. Denn der hat nämlich Markus und mich hier nach Würzburg zum Seminar eingeladen. Richtig. Also vielen Dank schon mal für die Einladung und ja. Ihr habt ja mehrere Fitnessstudios, das ist eins von euch, das Lifestyle, heißen die eigentlich alle Lifestyle? Genau, oder? Heißen alle Lifestyle im Prinzip. Ah, okay, cool. Ja. Und das ist das Studio, wo du hoffst, dass es Leute gibt, die sich für Markus und mich interessieren? Richtig, die Nachfrage ist auf jeden Fall da, es sind viele Mitglieder eben auch dabei, auch viele von außerhalb, aber ja, die Nachfrage ist sehr hoch. Ja, super. Also wenn ihr mal in Würzburg seid und trainieren wollt oder ihr generell in Würzburg lebt, schaut euch mal das Studio hier an. Sehr gerne. Der Nino freut sich mit Sicherheit. Ja. Und weiß eins da am Rande, wir haben das Seminar ja oft verschoben. Ja, Corona-bedingt. Leider Corona-bedingt, aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Und deswegen vielen Dank nochmal an der Stelle, dass du so lange durchgehalten hast. Ja, weil irgendwann hat man auch keinen Bock mehr, so ein Seminar zu organisieren, wenn man jedes Mal wieder neue Corona-Regeln bekommt und es absagen muss. Aber jetzt ist es nach langer Corona-Pause endlich mal wieder ein Seminar und ihr könnt jetzt euch das Ganze anschauen mit dem kleinen Mitschnitt, den wir für euch gemacht haben. Also viel Vergnügen mit dem Video. Viel Spaß. Ich will den fetten Schwein hier auf der. Zacke. Mann, ey. Zacke. Fang du mal an heute. Heute darf ich anfangen. Ja. Ja, ganz formell herzlich willkommen heute am schönen Sonntagnachmittag. Super Wetter habt ihr mitgebracht. Meine Mutter sagt immer, wenn Engel reisen, scheint die Sonne. Also müssen hier nur Engel sitzen. Ja, super. Nach langer Corona-Pause. Das erste Seminar seit, ich kann mich gar nicht daran erinnern, weil ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ja, gesehen haben wir uns bei meinem 50. Geburtstag. Matthias war mein Überraschungsgast. Oh. Überlegt euch mal, wenn das eine Überraschung sein soll, ne? Wie mein Leben verläuft mittlerweile. Das, ne? Witzige ist, weder ich hatte Bock drauf, noch er. Das haben sich die Weiber ausgedacht. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich bin mittags heimgekommen, ich hatte noch Coachings gehabt, habe trainiert. Und bin heimgekommen nach 7 Stunden Turnschuh, so mit Käsefüßen und alles, ne? Für faule Sporthose. Sitzt da, spielt Playstation und meine Frau kommt voll gestylt die Treppe runter. Ne? So, ich will dir nur eins sagen, wenn du so eine scheiß Überraschungsparty machst, verpiss ich mich. Ich habe überhaupt keinen Bock auf den Kack. Ich werde zwar 50, aber ich habe keinen Nerv. Also, wenn du das Arschloch Botthof einlädst, verpiss ich mich sofort. Nein, es kommt niemand. Ich habe mich nur hübsch gemacht, wir wollen Bilder machen. Und ich sage, was für Bilder? Ja, Bilder sind am 50. Ich sage, das will doch keiner sehen. Ich bin doch hier, warum willst du Bilder machen? Dann kam meine Tochter, hat gesagt, Papa, bald kommen die Gäste, zieh dich an. Ja, meine Frau hat auch gesagt, ja, wir müssen zum Markus. Ich sage, wie, wir müssen zum Markus? Ja, wir sind eingeladen, Überraschungsparty. Ich sage, wer kommt denn auf die Scheißidee? Der hat doch überhaupt keinen Bock auf Feiern. Ja, keiner. Alicia hat mich kontaktiert und Überraschungen hin und her. Ich sage, boah, das darf nicht wahr sein, ey. An einem Montagabend eine Überraschungsparty. Wir wohnen immerhin 220 Kilometer auseinander, ne? Also es war schon, naja, es war ganz schön. Also, im Nachhinein habe ich mich gefreut, dich zu sehen. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Bodybuilding-Talk. Wir werden ein bisschen schwätzen über Bodybuilding, über Fitness, Ernährung, Training. Alles, was euch interessiert, ihr könnt jederzeit euch melden. Ihr dürft immer Wortmeldungen reinschrammeisen. Ja, wer uns kennt, ich meine, ihr kennt uns ja alle von YouTube und Instagram. Wir sind ja ganz normale Menschen. Wir haben alle Probleme und Sorgen. Der Matze, so wie er aussieht und ich, wie alt ich bin mittlerweile. Ne? Und obwohl, ich glaube, wir haben mehr Muskeln verloren in den letzten 3 Jahren, wie die meisten hier aufgebaut haben. Ne? Boah, das ist schon brutal, ja. Also der körperliche Zerfall ist erbärmlich. Also ich habe es jetzt noch einmal gemerkt, du kannst echt die Uhr danach stellen. Also alle 5 Jahre wirst du irgendwie dünner. Und ich trainiere echt nur 5-mal die Woche und probiere und trinke natürlich mein Rühls Bestes, ja. Und mache sonst noch ein paar Dummheiten, wo wir nicht drüber reden. Aber es ist halt einfach, der körperliche Zerfall geht dahin. Du kannst es nicht aufhalten. Und der eine sagt dann natürlich, oh, du siehst ja noch gut aus, hast du 120 Kilo, glaube ich, ja, aber ich bin ja auch aus dem 10. Stock gefallen und nicht aus dem 3. Wenn ich aus dem 3. gefallen wäre, dann wäre ich schon lange aufgekommen ohne, ja.
Aber ich habe noch 7 Stockwerke zu fallen, deswegen, es ist halt schon schwierig. Ne? Warum ist das so? Das machst du dir Gedanken, ja. Ne? Wir unterhalten uns echt darüber, ob wir wirklich psychische Probleme dadurch haben. Ich bin ganz ehrlich, wer gibt schon gern was her, ja? Jetzt hast du da 25 Jahre lang hart dafür gearbeitet und jetzt nimmst du die Natur so Stück für Stück weg. Und du machst es ja nicht mit Absicht. Das ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, ja, das ist, weil du weniger trainierst oder das ist, weil du weniger isst. Klar hast du natürlich nicht mehr diese Empathie mit der Ernährung. Du zählst keine Kalorien mehr oder Kohlenhydrate. Wenn ich Bock habe, dreh ich frei Pizza, das ist mir auch scheißegal. Aber trotzdem wirst du immer dünner. Und wenn du dünner wirst und Gewicht hält, was heißt das? Du bist dann noch fett dazu. Das ist die perfekte Mischung. Mittlerweile gehe ich vom Spiegel vorbei. Ja? Früher habe ich vor jedem Spiegel gestanden. Ich denke, um Gottes Willen, wer ist denn der Fettsack in dem Spiegel da? Da erschrecke ich mich manchmal, wenn ich schon beilaufe. Das war ich. Wenn der Bauch über der Brust steht, ne? Das ist dann nicht mehr hübsch. Was drückst du auf der Bank noch? Machst du das noch? Bankdrücken mache ich ja kaum noch. Ich schaffe ja nichts mehr. Also ich habe letztes Mal Bankdrücken gemacht. Ohne Scheiß, das waren 100 Kilo. Ne? Und du hast es zumindest noch geschafft. Da habe ich ja bald in die Hose geschissen bei. Ja, die lachen schon. Die lachen schon hier. Die drücken über 100. Ja, ja. Die machen nachher gleich einen Instagram-Post. Zu meiner besten Zeit, ohne Scheiß, war mein erster Satz mit 100 Kilo 45 Mal. Mit einem Arm. Nee, Quatsch. Nee, aber das war ja kein Gewicht. Ich habe gedacht, was, 100 Kilo? Ja, zack, 45 Mal weggerotzt. Ich hätte 200 machen können. Und hätte mir dabei noch ein Brot geschmiert. Ja? Das war kein Gewicht für mich. Ja? Das war kein Limit. Und heute denkst du, 100 Kilo, wow. Ich habe so ein bisschen Angst. Ne? Bei uns ist ja halt auch die Brust kaputt, ne? Anatomisch bedingt oder genetisch bedingt haben wir dieselbe Verletzung, komischerweise. Der Matze macht mir immer alles vor, ich mach's nach. Ja? Du machst vor, ich mach nach. Oder andersrum, ja, bei der Brust. Bei der Brust war ich Erster. Beim Kind auch. Beim Kind auch, ja. Ja, beim Bodybuilding auch. Ja, ich war zuerst da und habe zuerst aufgehört. Ja, ja. Du warst länger da, ich. Ne? Aber das sind so Dinge, ne? Da denkst du schon drüber nach, so als älterer Mensch, aber ich kann euch beruhigen. Jetzt sind ja auch jetzt 3, 4 Ältere da. Wir werden natürlich dann etwas gelassener und geht da entspannter mit der Sache um. Zur aktiven Zeit, so mit Mitte 30 oder Mitte 20, ich wäre ausgerastet, wenn ich Gewicht nicht geschafft hätte oder eine Mahlzeit nicht aufgegessen. Ich bin nachts um 3 aufgestanden. Wenn ich abends die Mahlzeit nicht mehr gepackt habe, habe ich mir nachts der Wecker gestellt und habe 250 Gramm Hackfleisch mit 200 Gramm Nudel gefressen. Nicht, weil ich Hunger hatte, sondern weil das einfach abends nicht mehr reinging, bei einer 6.000, 7.000 Kalorien und ich musste es nachts essen. Dabei habe ich nochmal gepinkelt, ne, wie es jeder halt muss, und habe dabei meine Nudeln mit Hackfleisch gefressen. Bin ins Bett, habe meine Freundin ins Gesicht gerülpst, ne, und habe gedacht, geil, die 1.500 Kalorien sind drin. Ja. Das war so der Enthusiasmus, der dir im Alter halt auch abgeht. Warum wärst du dünner? Ja, ich glaube, das ist halt auch ein Faktor. Du trinkst halt deinen Shake nicht mehr leer auf einmal, weil auf einmal das Telefon klingelt, du musst geschäftlich weg oder was, dann steht da halt. Früher hätte ich gesagt, halt die Fresse mit einem scheiß Telefon, du sollst mal essen. Ja? Oder wenn die Frau weggehen wollte, dann musst du erst mal das Essen vorbereiten. Was, du willst ins Kino, mach mal. Wie lange dauert denn der Film, wie lange sind wir weg, wohin willst du hinfahren? Da war alles genau getimed. Ja? Da hast du dann da 3 Dosen Thunfisch im Kino aufgemacht. Hat das ganze Kino was von gehabt? Das ganze Kino hat sich nach hinten gedreht, weil ich ganz hinten war. Und da hat der Rühl gehockt mit 150 Kilo oberkörperfrei und hat geschwitzt mit 3 Dosen Thunfisch. Und wenn sich die Leute rumgedreht haben, dann habe ich gesagt, willst du in die Fresse oder was? Nee. Dann habe ich mal gekochte Eier ausgepackt, ne? Da war komplett vorbei. Also auch das macht man heute nicht mehr. Heute setzt man sich brav hin und isst der Eiskonfekt. Ne? Ja, und das ist vom Prinzip her schon genau der springende Punkt. Die meisten hier sind, wollen ja nicht hören, wie man Muskeln verliert, sondern wie man Muskeln aufbaut. Und normalerweise könnte man stundenlang Seminare machen und einen zelebrieren über Ernährung und Training und Wiederholungen und Satzzahl. Und wir haben schon viele Seminare erlebt, wo wir nicht alleine waren, wo dann so Top-Influencer und Sportler neben uns gesessen haben. Die haben dann mit Prozentrechnung angefangen und Dreisatz. Und wir haben uns so angeguckt und haben gedacht, boah, der hat echt eine Trainingswissenschaft. Dummerweise sah er halt so aus. Also war er anscheinend ein guter Mathematiker, aber ein schlechter Sportler. Und am Ende des Tages kommt man halt immer wieder auf die gleichen Tugenden zurück. Und gerade im Speziellen, im Krafttraining, sind sie, glaube ich, besonders wichtig. Und das ist halt nach wie vor, und dann könnte man eigentlich das Seminar schon beenden, Disziplin, Motivation, Durchhaltevermögen, Einstellung, das sind die Sachen, die euch am letzten Tag ja, immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden, wonach man gehen kann. Und was, das Einzige, was immer Substanz hat,
egal welchen Trainingsplan ich mir aussuche, selbst wenn ich den besten Trainingsplan habe, was nutzt mir das, wenn ich wie so ein Luschi ins Training gehe und einfach nur diesen Trainingsplan abarbeite? Ich bin lange Zeit mal im Knast gewesen, also nicht am Schiff, sondern immer wieder hingegangen, weil ich da gearbeitet habe. Und da waren dann auch viele Jungs, die trainiert haben. Und die hatten relativ einfache Trainingsmöglichkeiten. Und das waren noch nicht so die intelligentesten, muss man ganz ehrlich sagen. Also alles querbeet, vom Räuber über einen Mörder und Drogenhändler. Aber die sahen alle gut aus, die Jungs. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Was unterscheidet die jetzt hier im Knast zwischen denen, die ich bei mir im Fitnessstudio habe? Gut, die haben hier mehr Zeit zu regenerieren, können längere Pausenzeiten machen. Ja, aber die kriegen nur zwei Scheiben Brot am Tag. Ja. Ja. Das Essen war nicht schlecht. Ich habe im Knast auch immer gegessen. Ja. So, kann man schon von leben. Und die durften tatsächlich auch Proteinpulver sich kaufen. Also das war auch möglich. Aber wenn man halt gesehen hat, wie die trainiert haben, da hast du jedes Mal gedacht, die bringen sich um. Gut, die waren jetzt auch ein bisschen doof teilweise. Die haben wirklich Kniebeugen gemacht, bis sie irgendwann darunter zusammengestürzt sind. Und da habe ich ihnen versucht zu vermitteln, wie es richtig geht. Aber das gehört auch ein bisschen dazu, so nicht die Blödheit, sondern die Verrücktheit. So eine gewisse die Skrupellosigkeit, ja. Nicht drüber nachzudenken, oh, schaffe ich jetzt die 5 Kilo? Manchmal ist auch Gewicht eine Zahl, die so ein bisschen hindert, ne? Weil es so eine geistige Barriere aufbaut. Das hat auch jeder schon mal hier entdeckt. Entschuldigung, der Reinfall ist mir jetzt drin. Manchmal kritisch rein und eher, wenn man sowas Blödes einfällt. Guck mal, jeder sieht es doch. Du trainierst, du machst dann Maximalgewicht und du scheiterst eigentlich schon, bevor der Satz angefangen hat, weil du Angst hast. Ja? Das letzte Mal oder letzte Monat bist du gescheitert, jetzt wirst du auch scheitern. Warum macht man das? Warum baut man sich diese geistige Barriere auf? Soll ich mal sagen, wie ich trainiert habe? Ich wusste überhaupt nicht, was ich gedrückt habe. Ich habe keinen blassen Bums gehabt. Simone war da, die hat drauf gebaut. Und ich habe gesagt, wie will ist das? Genug, mach. Ich wusste es nicht, ohne Scheiß. Ich wusste auch nicht, dass ich damals 1,2 Tonne gedrückt habe in der Beinpresse. Ich habe keine Ahnung. Mir ist der Augapfel explodiert, ich habe Nasenbluten gehabt, ich habe es dreimal gemacht. Mein Sakralgelenk war draus, aber ich habe sie gepresst. Und danach habe ich mich gefreut, denke ich, geil, jetzt kann ich mich 3 Tage nicht bewegen. Aber die 1,2 Tonnen, die habe ich mir auf meine Agenda geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Bringt null, ne? Aber kannst du heute erzählen davon. Hätte ich es nicht gemacht, hätte ich gedacht, ja, scheiße. Also was ich sagen will, denk nicht so viel über Gewicht nach. Ja? Und da denke ich mir auch halt immer diese, wie nennt man das, die tägliche Gewichtssteigerung, die Progression. Ich sage immer Aggression. Ja? Weil das bringt nicht viel weiter wie eine Progression, eine gewisse Aggression im Training. Und es ist auch jeder legitim zu sagen, ich will gar keine Muskeln, ich mache ein bisschen Fitness 2x die Woche, finde ich super. Weil das ist das, was der Arnold immer gesagt hat. Ja? Das Ziel ist, dass jeder Mensch auf der Welt Fitness macht. Absolut. Das war sein Ziel und das hat er mir sogar erzählt. Ich habe mit ihm am Tisch gesessen, ich habe ihm schon ganz oft erzählt, du weißt das. Da saß dann noch sein Kompagnon, der Bob Lorimer. Das ist derjenige, mit dem er die ganzen Veranstaltungen macht, diese Arnold Classics Veranstaltungen. Und da hat er zu mir gesagt, Matze, unser Ziel war es, dann saßen die beiden da, unser Ziel war es, Bodybuilding so bekannt zu machen, dass jeder auf der Welt die Möglichkeit hat zu trainieren und dass man überall trainieren kann. Und mittlerweile ist es ja passiert. Ich meine, schaut mal, in jedem Hotel, selbst auf irgendeinem Schiff, überall gibt es Fitnessstudios, ihr könnt überall trainieren, weltweit. Und das war vor vielen, vielen Jahren das Ziel von Arnold Schwarzenegger, Bodybuilding dahin zu bringen, wo es mittlerweile ist. Es gibt auch keine Sportart mehr, die ohne Krafttraining auskommt, oder? Ja. Ich glaube, sogar Golfer und Dartspieler und Formel-1-Fahrer, jeder macht Krafttraining, das gehört mittlerweile dazu. Also der Mainstream an sich ist natürlich auch eine Riesensache. Auch für uns Studiobetreiber natürlich. Von den paar verrückten Bodybuildern kann kein Mensch leben. Machen die Geräte kaputt, stinken. Und, ja. Und da sind wir auch gerade wieder bei einem ganz wesentlichen Punkt. Wenn da immer untereinander gehatet wird. Ja, du musst einen Dreier-Split machen, du musst das machen, du musst Push-Pull machen und. Und jeder macht sich Gedanken darüber, was ist das Beste, was ist das Schlechteste. Ja, am Ende kommt es erstmal auf meine Zielsetzung drauf an, oder? Ich muss nicht 6-mal die Woche Gewichte stemmen wie ein Markus Rühl, um Gottes Willen. Es gibt ja auch die Zielsetzung, einfach Gesundheitssport zu machen. Warum soll ich für meine Mutter einen 5er-Split machen? Das ist ja totaler Schwachsinn. Die geht 3-mal die Woche ins Studio, macht ihr Gewichtstraining, ihr Ganzkörpertraining, hat ein bisschen Spaß dabei, fährt ein bisschen Fahrrad, ist danach so stolz, dass sie gleich nach Hause fährt, sich wieder was gönnt und sich dann am Ende der Woche beschwert, warum sie nichts abgenommen hat. Auch wieder eine andere Geschichte. Aber das ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Zielsetzung, was möchte ich erreichen? Will ich eine gewisse körperliche Fitness haben? Will ich einfach nur ein bisschen pumpen? Will ich Muskeln aufbauen? Und dementsprechend
muss ich dann meinen Trainingsplan danach ausrichten. Und klar, wenn halt jemand nur dreimal die Woche Zeit hat, um Kraftsport zu machen, ja mein Gott, dann kann er auch Push-Pull-Beine machen. Warum nicht? Ich meine, was soll er sonst machen? Ja, also alles hat irgendwo seine Berechtigung. Deswegen muss man das auch nicht jedes Mal auf die Goldwaage legen, wenn da über irgendwelche Trainingspläne oder Trainingssysteme gesprochen wird. Am Ende müsst ihr euch nur bewusst werden, wo wollt ihr hin? Was bin ich bereit dafür zu investieren? Und dann muss ich halt das Ganze in Angriff nehmen. Egal, wie es am Ende dann ausgeht. Ich glaube, ich kann es einfach so machen. Ne? Je mehr ich erreichen will, je häufiger und je intensiver muss ich mich mit irgendwas beschäftigen. Warum sind wir fünfmal die Woche in die Schule gegangen? Dreimal wäre viel cooler gewesen. Ne? Da wäre man alle blöd wie die Hauptpizze. Ne? Warum gehen wir fünfmal die Woche ins Studio? Ja, weil man dauerhaft Muskeln aufbauen will. Überdimensional mehr, wie sagen wir, 80% der Bevölkerung. Ja, ich kann doch nicht sagen, dreimal ist besser. Oder Push-Pull-Bein ist besser wie ein Fünfer-Split. Das ist doch totaler Schwachsinn. Es wird ja genauso, wenn ich sage, geh nur dreimal in die Schule, wirst du schlauer wie sechsmal. Also das ist allein der Logik schon widersprechend, dass diese Trainingssysteme in Frage gestellt werden. Ein Trainingssystem ist immer was? Eine Frage der persönlichen Zielsetzung. Und nicht eine Frage, was ist besser, was ist schlechter. Je häufiger ich mich was intensiv beschäftige, je mehr Erfolg und mehr Resultate werde ich rausziehen. Und das ist nicht die Frage, ob ich 5x5 oder 3x3 oder holen die Bumsfee oder Push-Pull-Beine machen oder Oberkörper, Unterkörper viermal die Woche, sondern wo will ich hin? Wie intensiv will ich was machen? Will ich einen 50er Arm? Ja gut, da kann ich Oberkörper, Unterkörper machen, da wird es halt schwierig. Alter, die Össle, ich kratze an. Matze ist eine Frau hier, nackt auf dem Handy. Alter, Führer weg! Oh, zeig mal. Jetzt bin ich ganz nervös hier. Geil, oder? Ja, ja, Hammer. Ich bin froh, dass wir so weit wegholen. Zum Glück. Kannst du mal meinen haben, schnell mal deine vier Wochen. Scheiße, jetzt bin ich voll aus dem Konzept. Blut im Penis. Ne? Hat er schon einfach gestrickt, der Mühl. Ganz einfach. So sind sie, die Männer, ne? Alle gleich. Ja, aber es ging um das Thema, das Muskelgefühl. Das ja. Halt, ne, dann wird zwischendurch aufs Handy geguckt und sonst irgendwas. Guck mal, wenn ich heute einen Latzug mache, ne? Jetzt beobachte doch mal Leute im Studio. Ich mache das gerne, ich beobachte gerne Leute. Die machen einen Herz-Latzug und ich merke dann, boah, es wird breit, ja? Du kriegst Blut rein, du fühlst den Muskel. Was ist aber, wenn einer einen Herz-Latzug macht und tippt in seinem Handy rum? Da weiß ich doch genau, egal was der macht diese Stunde, es wird nichts bringen. Der kann machen, was er will. Wenn ich einen Herz-Bankdrücken mache und habe nach dem Herz-Pump, ja, und denke, boah, geil. Das merke ich ja schon, wie jemand reagiert nach seinem Satz. Oder wenn ich aufstehe und halte meine Schulter. Das sehe ich ganz oft. Die machen Bankdrücken und machen so. Wo ich denke, was macht der denn? Also mir verreckt die Brust beim Bankdrücken und der tut seine Schulter rotieren. Da stimmt doch was mit. Hat er Schmerzen? Hat er die Übung verwechselt? Allein schon an den Reaktionen des Trainierenden weiß ich genau, wie die Resultate am Ende des Tages ausfallen werden. Und das könnte euch mal den Spaß machen. Vielleicht entdeckt das auch mal an euch. Wenn ich 2-3 Sätze einer Muskulatur gemacht habe, muss ich doch Druck drin haben. 3 Sätze Seitheben am Seil, mir verreckt die Schulter bald. Und der Karl Horst Nerve dran, der tippt in seinem Handy rum. Ich kann immer mehr das scheiß Handy halten, weil meine Frau der Arm abfault. Ja? Ich kapier's nicht. Alles eine Frage der Zielsetzung. Wo will ich hin? Wie intensiv beschäftige ich mich damit? Und bitte hinterfragt euch das, bevor ihr an Kreatin denkt und wie viel Gramm Eiweiß. Hinterfragt euch das. Wie ist mein Training überhaupt gestrickt? Weil das ist die Basis von allem, wie beim Haus. Erst kommt das Fundament und dann baue ich das Haus schön auf. Wenn das Fundament, das Training hier nicht stimmt, dann kann ich das Haus schmücken, wie ich es will. Es wird immer einbrechen. Ich kann Eiweiß fressen und Kohlenhydrate und Kreatin und Baximais und Cluster Dextrin und Hautelderdiba und Waldbärchen gefressen und Gummibären und Lakritz. Und der Tim macht das auch. Und jetzt kriege ich auch einen dicken Arm wie der Tim. Nee, der Tim trainiert und du nicht. Und die Lakritz wandern 1:1 nur in deinen Arsch oder in deinen Bauch. Und in die Muskulatur. Warum? Weil der Reiz gar nicht da ist. Also wenn es hier nicht stimmt, dann hilft auch Hüls Bestes nicht. Weil dann kommt es gar nicht an. Wo soll es denn hin? Wenn ich ein Loch im Tank habe, kann ich an der Tankstelle den ganzen Tag den Rassel in der Hand. Der Tank wird nicht voll.
Die Basis ist hier. Und das ist immer das, was ich auch zu meinen Kundschaft sage oder zu meinen Leuten, wenn ich sie betreue. Wie sieht das Training aus? Und ich glaube, da ist die meiste Arbeit. Und die Leute machen sich Gedanken um Dinge, die vielleicht gar nicht kriegsentscheidend sind in dem Moment. Gut, Thema Training, natürlich ein sehr interessanter Faktor, was Muskelaufbau betrifft. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen doch noch die kleinste Schraube, an der man eigentlich drehen muss. Weil ich finde Training relativ einfach. Wenn man Bock drauf hat und richtig Gas gibt, 3-4 Mal die Woche Training, finde ich easy. Wobei, da ich schon ganz viele auch bei mir im Coaching habe, die sagen, ich habe keine Zeit. Ja, wie willst du dann Muskeln aufbauen, wenn du keine Zeit hast? Wenn du nicht 3-4 Mal die Woche eine Stunde Zeit hast, Training zu machen, dann kann ich auch als Coach da nichts mehr retten. Also die Zeitmaschine habe ich noch nicht erfunden. Aber es sind noch andere Faktoren, die man nicht vernachlässigen darf. Und da haben wir natürlich ganz klar, hat man schon gesagt, Training, Ernährung, ein Riesenteil, den man nicht vergessen sollte. Dann haben wir natürlich Regeneration, auch noch ganz wichtig, wird auch bei vielen vernachlässigt. Punkt 4, eine Sache, die wir leider nicht beeinflussen können, Genetik spielt wirklich eine Riesenrolle. Es gibt manche, die haben halt echt Pech. Es gibt in jedem Studio so einen Lulli. Bei mir im Studio nennt man einfach mal Tim. Ich glaube, der trainiert schon seit 40 Jahren. Also seit ich denken kann, der trainiert schon genauso lange wie ich. Okay, der hat jetzt nicht so viele Muskeln verloren wie ich, aber hat noch nie so viele Muskeln aufgebaut. Also es gibt einfach so Typen, die haben halt einfach Pech. Die Genetik macht es einfach nicht her. Die sind für andere Sportarten mit Sicherheit gut geeignet. Sehr gute Ausdauersportler, aber denen fällt es halt einfach schwer, Muskelmasse aufzubauen. So Typen gibt es immer. Also Genetik, ganz wesentlicher Faktor. Und beim Bodybuilding-Sport oder beim Kraftsport, dann der Punkt Nummer 5, über den natürlich auch mal gesprochen wird, das sind muskelaufbauende Präparate. Und da meine ich jetzt nicht nur Supplements, die gehören natürlich dazu, klar. Aber halt auch die Sachen, die man Steroide nennt, die Muskeln aufbauen, damit beschäftigt sich der ein oder andere natürlich auch. Das sind die fünf großen Themen. Ich weiß das nicht. Ja, so siehst du aus. Was meinst denn du? Also, wie, was meine ich? Steroide oder was? Natürlich. Medikamente, die einen Muskelaufbau begünstigen. Hättest du die mal genommen, wäre aus dir auch was geworden. Alles natural, bis zum Olympia geschafft. Vorbildlich. Beweises Gegenteil, ne? Apropos Schultern, ja. Da fällt mir gerade was ein. Das war meine zweite Wettkampfsaison. Ich meine, es wäre der Rhein-Neckar-Pokal gewesen. Das war so mein erster Gesamtsieg, na nicht ganz, mein zweiter Gesamtsieg, den ich gemacht habe bei einer Bodybuilding-Meisterschaft. Und der Highlight für mich an dem Tag war der Gastauftritt von Markus Rühl. Und ich als Sieger stand dann noch oben auf der Bühne und dann hieß es, Markus Rühl kommt jetzt. Und die Athleten mussten aus dem Keller so eine Wendeltreppe hochlaufen. Weiß ich, ob du dich an die Halle noch erinnern kannst. Ja, ja. Und dann stand ich oben als Groupie und habe auf Markus Rühl gewartet. Ich denke, oh, gleich kommt doch Markus Rühl, hat mich total gefreut. Und dann kam er als nicht. Und erst diese scheiß Wendeltreppe ist er nicht hochgekommen, weil die so schmal war, dass er mit seinen Schultern da nicht durchgekommen ist. Dann habe ich oben gestanden, habe runtergeguckt, wie er versucht hat, sich die Wendeltreppe mit seinen Schultern da hochzuquetschen. Bis der auf der Bühne war, war der schon so kaputt, nur um die Wendeltreppe hochzugehen. Und dann musstest du erstmal 2 Minuten da oben stehen, bis du da Schnappatmung hattest. Also brutal. 100, was hast du da gehabt? 156 Kilo oder so? So um die 145, 50. Und das natural? Beeindruckend. Aber das Schöne ist immer, das Thema natural ist ja immer eine Glaubenssache. Ne? Wem glaubt man was? Ich bin nie positiv getestet worden. Mir wurde nie ein Steroidkonsum nachgewiesen. Ne? Ich war beim Olympia, da waren Dopingtests, ohne Scheiß. Waren 2 Jahre hintereinander, waren Dopingtests. Ich war nie positiv. Also bin ich natural. Ne? Ich habe ein Kind gezeugt nach meiner Profikarriere. Ne? Thema, wer sieht denn besser aus? Ich fand mich immer besser als Markus Rühl. Also wenn du jetzt alle... Alter, der Botthoff, der war 2 Meter groß und hat 30 Kilo weniger auf der Bühne gehabt. Der sah aus wie ein Bällesittich. Ja, ich war wenigstens in Form. Ja, aber du hast auch Beine gehabt wie so ein...
Alte Flamingo, ja. Bei dir habe ich immer gedacht, warum ist der denn einfach mal ein Happen weniger? Und könnte auch mal einen Wettkampf gewinnen. Das stimmt. Wenn du jetzt alle Athleten in ihrer Topform auf die Bühne stellen würdest, wer fändest du denn sehr dann? Coleman. Das war's, oder? Ja. Müssen wir nicht lange drüber reden, Coleman. Okay. Also ich habe jetzt alle nah gesehen, ja? Denke ich auch, boah, gut, nicht schlecht. Boah, schön, viel Hieß, bisschen schmal, ne? Der sah, viel Hieß war und so. Ne? Ja, der war die Hälfte von mir. Ne? Süß. Coleman kam raus, Feierabend. Wenn der angespannt hat, sowas hast du noch nie gesehen. Ich hab gerade gestern ein Coaching gehabt, der hat mich dieselbe Frage gestellt. Wer war der beeindruckendste Bodybuilder für dich, den du je gesehen hast? Guten Schwarzenegger und so habe ich nicht gesehen, aber du, Respekt vor dem Herrn Schwarzenegger. Aber Bodybuilding-mäßig ist das ja kein Vergleich mit dem Ronnie Coleman oder die Zeiten, die heute auf der Bühne stehen. Ja, das sind ja Weltenunterschiede. Wenn du den nah gesehen hast, und ich habe jetzt im Line-Up gestanden beim Olympia, ja, und die Top 5 und der steht dabei, und der macht einen Doppelbizep und du siehst das von hinten, dann hinterfragst du dich, wenn du auch Top-Profi bist, was macht der eigentlich für einen Sport? Das ist unfassbar, ohne Scheiß. Wenn der läuft und er kann kaum noch laufen, weil die Beine im Weg sind. Lass uns über irgendwas reden, wo man nicht anecken kann. Sowas wie veganes Scheiße oder so. Ja, vegan ist auch nicht scheiße. Vegan ist ja eine Ernährungsform, die ja absolut legitim ist. Genau wie wenn einer sagt, er frisst nur Reis und Hähnchen. Da sagt der Veganer jetzt, der ist doch nicht ganz dicht. Das ist doch legitim, wenn man sagt, nee, ich esse gern einen Tofu-Bratling. Da haben wir mehr künstliche Zusatzstoffe, da haben wir gesehen, wie sowas gemacht wird. Was da für Maschinen laufen, bis so ein kleiner Tofu-Bratling aus der Hinne rauskommt. Wer das essen will, ich muss immer so, kennt der Louis de Fanet, Brust oder Keule, wo die Plastikfirma so ist? Kenne die Jungen nicht mehr, ne? So die Älteren kennen der noch. Das erinnert mich schon an so einen Tofu-Bratling. Da ist so viel Chemie drin. Aber schön gesund reingefressen. Da fress ich lieber Hähnchen, was ordentlich aufgewachsen ist. Ne? Aber warst du in der Kochsendung, das war gut. Ja. Aber die waren gar nicht so böse. Die haben gesagt, du, wir finden das geil, was du machst. Ich akzeptiere auch jegliche Ernährungsform, also um Gottes Willen. Ich bin keiner, der sagt, das ist scheiße. Wo ich auf den Schirm komme, ich sage, wenn einer sagt, diese Ernährungsform ist besser für Muskelaufbau, dann sage ich, halt die Fresse. Weil in so einem Tofu-Bratling kannst du mir nicht sagen, dass da mehr Qualität drin steckt an Aminosäure wie in einem Stückchen Hähnchen oder besser. Die beste Qualität hat immer noch was? Das Ei. Die beste Aminosäurebilanz, die beste Eiweiß hat immer noch das Ei, Eiweiß. Sonst wird es Tofu-Hase. Ne? Das heißt, Eiweiß-Protein. Ne? Also, Veganer ist eine Ernährungsform, die absolut legitim sind, aber es ist nicht besser fürs Bodybuilding. Und man muss dazu sagen, eine vegane Ernährung ist wirklich nicht einfach. Nee. Also, wenn hier ein Veganer ist, oder eine Veganerin, wie man das auch immer sagt, gendergerecht. Na egal, ihr wisst, was ich meine. Vegan sich zu ernähren, ist wirklich schwierig. Das ist wirklich nicht einfach. Und vegan Muskeln aufzubauen, ist nochmal eine Ecke schwieriger. Mittlerweile habe ich sogar bei mir auch im Coaching Veganer bzw. Veganerinnen. Und das ist echt sauschwer, da auf gewisse Eiweißmengen zu kommen, weil man hat einfach nicht ein Produkt, was zwar viel Eiweiß hat, aber relativ wenig Kohlenhydrate und Fett. Ihr habt also kein vergleichbares Produkt wie zum Beispiel Fleisch. Wenn ihr dann ein Produkt habt, was viel Eiweiß hat, hat es entweder viele Kohlenhydrate oder viel Fett. Und wenn ich dann zu Hause sitze mit meinem Taschenrechner und versuche da irgendwelche Ernährungspläne zu erstellen, für jemanden, der sich vegan ernähren möchte. Vegetarisch geht da relativ einfach. Eier, Quark, kein Thema, Käse. Aber vegan ist wirklich schwer. Also vegan finde ich, und das ist halt der Vorteil, den so ein Veganer hat. Die setzen sich wirklich sehr intensiv mit ihrer Nahrung auseinander. Wer das konsequent durchziehen will, der muss sich da wirklich Gedanken drüber machen. Also da sind die den meisten Menschen schon mal klar im Vorteil. Was mich so ein bisschen bei der veganen Ernährung stört, wie gesagt, zum einen halt schwierig, auf einen gewissen Eiweißbedarf zu kommen, ohne dass ich ohne die Kalorien so hoch zu schrauben. Genau. Und das zweite halt, dass immer gesagt wird, dass die vegane Ernährung die gesündeste Form wäre. Weil das möchte ich einfach abstreiten. Man kann auch mit Fleisch sich gesund ernähren. Natürlich ist es nicht gesund, so wie wir das gemacht haben, 2 Kilo Fleisch am Tag zu essen. Aber man kann sich auch mit einer gesunden Mischkost sehr gut ernähren. Vor allem zu Booster, also Koffeinbooster, Pappbooster und so weiter. Immerhin mit.
bringt halt nichts für den Muskelaufbau. Ne? Ja, du, was bringt ein Pump-Booster? Ich meine, ich verkaufe die Dinger, bringe schon was. Ne? Next question. Wenn jetzt jemand nur 3 Tage Zeit hat, dann braucht man so ein Training, ist dann eher ein Ganzkörpertraining sinnvoller oder eher so Split-Freier? Wenn jemand ist, der Erfahrung hat mit Training und schon länger trainiert, würde ich das Training aufsplitten. Weitere spannende Fragen. Eure Meinung zu den Tagen der Sitzport, 2 Wochen. Also ich kann jetzt nur mit Urs, habe ich telefoniert kurz. Urs, super. Ich habe mit Urs ja Insta Live gemacht. Wir haben uns so ein bisschen angefreundet, sage ich jetzt mal, ne, weil das vom Typ ein sehr, sehr klarer Mensch ist. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, okay, ein Mann ohne Muskeln, wie ist der so drauf? Ne? Aber der Urs ist schon, also nicht nur ein toller Sportler, sondern auch vom Typ her wird er hier genau in die Runde passen. Der ist sehr, sehr straight, der ist sehr gerad, der hat einen klaren Plan, der hat einen guten Gedanke. Und das, was er in seiner Klasse da auf die Bühne stellt, ist sensationell. Müssen wir mal drüber schwitzen. Ne? Und ich bin ganz ehrlich, so in dieser Klasse, wenn man die gut findet, ist das der zukünftige Mr. Olympia, würde ich. Ja. Wenn der jetzt noch ein bisschen Muskel drauf baut, der hat ja noch Platz am Gewicht. Ja, schon gut. Guter Junge. Ne? Die offene Klasse fand ich ganz gut besucht. Und ich glaube, der Sieg von Brandon Curry geht in Ordnung. Oder hättest du den William vorne gesehen? Ja, eher William. Ja gut, ich bin mit William auch enger befreundet als mit Brandon. Deswegen hätte ich es wahrscheinlich auch eher mit William gewünscht. Aber ich glaube, der Brandon ist insgesamt ein bisschen schöner. Gesunde Ernährung. Oh, deine Tochter bei McDonald's. Oh, oh, oh. Na gut. Ja, aber ansonsten, ich fand ich gut. War ein guter Wettkampf, etliche gute Athleten dabei. Richtig. Der hat gestern gewonnen, ja. Der Urs, ja. Hat sich qualifiziert für den Mr. Olympia. Ja. Glückwunsch an der Stelle, super. Ja. Nee, also es ist echt, ist ein guter Junge. Ich beurteile Menschen nicht immer nur nach dem Sport, sondern auch so. Guter Typ. Hat einen klaren Plan. So mancher Profi lässt es vermissen in Deutschland. So den Plan in der Sand Bodybuilding. Und er macht vieles richtig. Also er zieht wirklich durch, macht viele Wettkämpfe, ist gut in Form. Absolut. Ist noch sehr jung, das spricht dafür, dass er noch eine gute Karriere vor sich hat. Und ist sehr, 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 sehr dankbar und sehr, sehr demütig uns gegenüber. Also der weiß Bodybuilding, ne? Also das ist das, was ich immer gut finde, wenn einer so weiß, wow, die haben schon was geleistet, so der alte Bothoff und der alte Rühl. Und obwohl er so erfolgreich ist, ist immer noch sehr, sehr down to earth. Und ich sage, was behandelt ihn das bei, weil das ist das, was ein Champ ausmacht. Ja, wenn du jetzt ausrastest, ist das von kurzer Dauer. Ich glaube, es bleibt bodenständig, bleibt down. Du wirst deinen Weg machen, das sportlich sowieso, Genetik hast du. Und wenn du gesund bleibst, wirst du die nächsten 10 Jahre das Ding ganz, ganz vorne bestreiten, wirst deine Kohle verdienen. Und dann hast du alle Ambitionen, auch in Zukunft dir eine gute wirtschaftliche Schiene aufzubauen. Ne? Vielleicht will er auch in den USA oder mal sehen. Cleverer Typ, ne? Also echt smart, finde ich gut. Wie oft machst du Kraftsport? Aktuell 2-mal die Woche. Ja, Mats ist eine Maschine, ey. Ohne Scheiß. Der sieht immer so lieb aus, ne? Der ist so ruhig vom Charakter, das ist eine Maschine. Also ich habe es 2-mal gesehen, wenn er so ein bisschen boxt, mein lieber Freund. Da wächst kein Gras mehr. Hammer. Und der Hund ist gelenkig wie Sau, ne? Fast so gelenkig wie ich, aber... Du bist schon eine Katze. Ich kann Spagat einmal. Meine Tochter sagt jetzt, Papa, kannst du das auch und fällt in so einen Spagat rein? Ne? Sag ich, ja, Schatz, natürlich. Mach mal. Später. Papa hat gerade gegessen. Was soll ich meiner Tochter sagen? Papa ist ja fett. Ich sag, guck mal, Papa kann keinen Spagat, aber ich habe einen 52 Jahre. Guck mal, ich. 52, überleg mal. Ich hatte mal 60. Ich habe 8 cm am Arm verloren. Ist schon Arm dran. Besser Arm dran als Arm ab. Ja. Wie dick war dein Arm in Bestform? 59 ungefähr. 59 noch was. 60 habe ich nie geschafft. Ja, habt ihr noch Fragen? Keine Steroidfragen. Das ist enttäuschend. Langweilig. Ist denn bei euch jemals ein Lehrer oder ein Lehrer auf den Lehrer zu?
Also bei mir gibt es viele Punkte. Einmal sportlich, einmal privat und einmal geschäftlich. Also sportlich war bei mir der 5. Platz bei Mr. Olympia das Größte, weil mal in der Riege der absoluten top-besten Bodybuilder der Welt mit rumstinken zu dürfen und eigentlich fast da noch mit unter den besten drei sein zu können, das war schon ein tolles Erlebnis. Also es war der Moment, wo ich dachte, wow, Markus, das ist das Endziel, jetzt bist du angekommen, mehr geht nicht. Ja. Privat war es die Geburt von meiner Tochter, ganz klar, das erleben zu dürfen, war schon der Hammer. Ne? Hätte ich nicht gedacht in meinem Leben, dass ich nochmal Papa werde, weil ich es jahrelang vor mir hergeschoben habe. Durch Bodybuilding ging es halt nicht, war keine Zeit dafür. Ne? Keine Zeit zum Lino machen? Also nee, zum Vögel schon, aber fürs Kind nicht. Da hat er aber recht. Ich hätte auch kein Bodybuilding machen können mit Kind. Also Respekt, wer das unter einen Hut bekommt, Familie und Wettkampf-Bodybuilding. Ich hätte es nicht gekonnt. Dafür war ich zu egoistisch und zu sehr in diesem Bodybuilding-Tunnel drin. Ja. Und wirtschaftlich, muss ich sagen, ist jetzt so das, was ich mir eben aufbaue mit der Firma. Da bin ich schon ein Stück weit stolz drauf. Wir haben jetzt eine neue Halle, ne? Die ist jetzt noch mal einiges größer und das hat Matze mal gezeigt. Da bin ich letzte rumgelaufen und habe so gedacht, Dicker, nicht schlecht. Ne? Was du hier angestellt hast, ne? Wir haben auf der Toilette angefangen, ein bisschen Päckchen zu packen. Und mittlerweile haben wir 12 Angestellte, allein in der Verpackung. Weißt du? Bin ich schon ein Stück weit stolz drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Man darf auch mal selber auf sich stolz sein. Ich glaube, auch das darf man mal reflektieren. Aber das heißt nicht, dass man zufrieden ist. Es ist immer der Weg, ist das Ziel. Und wir versuchen weiterhin, das gut zu machen. Aber war ich auch mal, ne? Ich bin mal stolz gewesen. Das war so ein kurzer Moment, wo ich denke, schön, freue ich mich. Ja? Also Titel und Erfolge sind für mich eigentlich in Anführungsstrichen relativ uninteressant. Natürlich habe ich Meisterschaften gemacht, um Titel zu gewinnen. Und da waren auch tolle Erlebnisse dabei. Wie so ein Sieg von so einer Arnold Classics, alles super. Aber das, was mir wirklich am Herzen liegt und was das Schönste war auf dieser Reise, das sind die Menschen, die ich kennengelernt habe. Weil einen deutschen Meister gibt es doch anständig. Es gibt doch ständig irgendeinen Typen, der ein deutscher Meister wird im Bodybuilding. Klar, muss man erstmal schaffen. Respekt an jeden, der das schafft. Aber da gibt es halt viele von. Aber diesen Weg, den ich gegangen bin, wenn du dann Leute kennengelernt hast, die du jetzt deine Freunde nennst, wie zum Beispiel Markus Rühl. Seit wann sind wir Freunde? Ja gut, auch da dahingestellt. Ich gebe halt immer damit an. Aber mal ohne Scheiß, du fängst da an mit dem Bodybuilding, du siehst die Zeitschriften, da ist Markus Rühl drin und denkst dir, boah, was für ein Typ und so. Und irgendwann bist du mit dem befreundet, du trainierst mit dem, du tauschst dich aus mit dem. Das sind so die Sachen, auf die ich stolz bin, auf die ich einfach lebe. Und da habe ich so viele kennengelernt in dieser Reise. Arnold Schwarzenegger oder auch mein Trainer, der Detlef, die Frau Dr. Martina Olesch, alles so viele Menschen, mit denen ich mich angefreundet habe, die ich jetzt meine Freunde nenne. Und das ist einfach geil. Ich habe da so viel gelernt in dem Sport von denen, von Markus, von vielen anderen, dass ich jetzt das, wofür ich gelebt habe, als Beruf ausüben kann. Ich kann mein Geld verdienen mit Bodybuilding. Das konnte ich als Wettkampfathlet nicht, dafür war ich zu schlecht. Aber jetzt, wo ich das Ganze abgeschlossen habe, diese Wettkampfkarriere, ich habe mein Fitnessstudio, ich habe mein Coaching, ich habe viele Sportler, die ich trainiere. Das ist eigentlich ein Traum, wenn du deine Leidenschaft zum Beruf machen kannst, wenn du davon leben kannst. Und wenn ich dann immer zurückblicke auf die ganzen Erlebnisse, dann ist das einfach besonders. Also viel mehr wert als die Pokale, die stehen in der Vitrine, stauben ein. Aber dann am Tisch zu sitzen mit Markus Rühl, darüber zu reden, wie wir die Muskeln verlieren, das ist halt was Schönes, das bleibt mir. Der Titel, der ist vergessen, aber die Freundschaft, die bleibt über die Jahre und hoffentlich noch viele Jahre. Und das ist halt einfach schön. Dann können wir immer rumheulen, wie scheiße alles ist. Und ja, das macht das Leben aus. Erfolg heißt ja nicht Pokale gewinnen. Erfolg heißt, dass du im Leben glücklich bist. Und ich bin unheimlich glücklich mit dem, was ich machen darf. Das ist ein Privileg, vor Menschen zu sitzen und so ein Seminar geben zu dürfen. Das musst du dir immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass das was Gutes ist und dass du da stolz drauf bist, dass du diese Möglichkeit hast. Und ich bin da wahnsinnig dankbar für. Sehr schön gesagt, ja. Aber ihr könnt mir glauben, ich habe im Publikum gesessen. Und was meint ihr, bei wem die Amis am lautesten geschrien haben? Das war Markus Rühl. Dann habe ich im Publikum gesessen, habe Gänsehaut bekommen und habe mir gedacht, Alter, das gibt's nicht. Was finden die an dem Typen? Da ist nichts Besonderes dran. Doch,
da war was Besonderes dran. Wenn der rausgekommen ist, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder kennt, dieses Schattenmotiv. Da ist einer rausgekommen, der war breiter als alle anderen Bodybuilder, die jemals auf der Bühne gestanden haben. Da gibt es nicht viele, die so breit waren wie Markus Rühl. Selbst ein Big Ramy war in Schultern nicht so breit wie Markus Rühl. Der Markus hat die Most Muscular Pose gegen Ronnie Coleman gewonnen. Und Ronnie war schon echt ein Monster. Aber das, ja, und dann denkt man sich am Ende, okay, ich habe jetzt nicht gewonnen, aber der Moment, wo du rauskommst auf die Bühne und das Publikum schreit für dich am lautesten, dann ist es schon mal ein schwacher Trost, dass du $30,000 nicht bekommen hast. Aber du merkst, du hast einen gewissen Stellenwert in dem Sport. Und das macht natürlich auch Spaß. Das darfst du, wenn du alles nur für Geld machst, ne, dann am Ende auch immer schwierig. Ja. So, noch eine Frage, dann haben wir 6 Uhr. Dann hören wir auf. Wenn du bis zum Punkt 6 bezahlt, dann lassen wir alles fallen. Auch die Hose. Ich hätte noch eine Frage an Matthias. Siehste? 6 Uhr. Feierabend. Peter Becker, tut mir leid. Super, dass du da gewesen seid. Also keiner geht hier raus, ohne dass er ein Foto mit uns machen muss. Und bitte postet es. Also Ladies, küssen und kuscheln ist heute nett. Ja. Ansonsten natürlich immer gerne, aber in der Corona-Zeit. Vielen Dank und bis bald.